So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Archaeos Society. Ein Spiel für 2 bis 6 Personen, dauert so ungefähr eine Stunde, ist ab 12 Jahren empfohlen. Es soll der Nachfolger von Ethnos sein, das habe ich nie ausprobieren können, aber es spielt sich auch so ein bisschen wie Zug um Zug. Na, ihr seht hier die Auslage und es gibt hier Karten und wir können uns halt Karten nehmen, können Karten aufspielen. Das ist sehr ähnlich wie bei Zug um Zug, nur dass wir hier keine Strecken bauen. Wir sind ein Team von Forscherinnen und Forschern und wollen halt auf diesen ganzen archäologischen Grabungsstätten oder Forschungsstätten quasi Fortschritte machen, auf diesen Leisten weiter vorankommen. Am Ende eines Jahres, sprich wenn der Kartenstapel durchgespielt wurde, dann bekommen wir Punkte, je nachdem wie weit wir hier vorangeschritten sind. Das wird doch nicht resettet, wir spielen das nächste Jahr dann da weiter, wo wir sind. Außerdem gucken wir, ne, wir spielen immer Expeditionen einer bestimmten Größe aus, um voranzukommen. Ne, wie groß waren die Expeditionen, die wir gespielt haben? Dafür bekommen wir dann auch Punkte. Und die Grundmechanik ist eigentlich super einfach. Hier liegen Karten aus, weil wir zu dritt spielen. Mit mehr Spielern werden es mehr Karten, mit weniger werden es weniger Karten. Jeder Spieler bekommt eine Startkarte auf die Hand. Bei diesen Forschungsseiten ist es halt so, oder Forschungsstätten, dass die halt immer eine einfache Variante ohne Spezialfähigkeit haben und eine mit Spezialfähigkeit. Und das hier ist jetzt der empfohlene Startaufbau, wo nur Chichen Itza eine Spezialfähigkeit hat. Alle anderen Forschungsstätten sind halt in der normalen, einfachen Variante. Man kann aber das nachher beliebig drehen und dann sich verschiedene Spezialeigenschaften dazu holen, um das Spiel ein bisschen interessanter zu machen. Genauso ist es hier bei diesen Kartensets, mit denen wir spielen. Wir haben hier 6 verschiedene von diesen ganzen Kartensets, die es gibt. Auch das kann man beliebig kombinieren. Beim nächsten Mal könnten wir halt irgendwie die 6 reinnehmen. Wir könnten die beliebig mischen. Es gibt vorgeschlagene Szenarien, wo man bestimmte Konstellationen hat, die sehr gut funktionieren sollen miteinander. Und man kann das aber auch einfach irgendwie random so machen, wie man es machen möchte. So würde ich das Spiel spielen, wenn ich es dann dauerhaft spielen würde. Und die Grundmechanik des Spiels ist auch super einfach. Wenn ich dran bin, kann ich entweder Karten aus der Auslage nehmen. Das heißt, ich könnte jetzt einfach sagen, okay, ich nehme vielleicht mal diese Karte hier. Ich habe immer ein Handkartenlimit von 10 Karten. Wenn ich 10 Karten auf der Hand habe, darf ich keine weiteren Karten nehmen, sondern muss dann eine Expedition aufspielen. Das heißt, nächste Runde könnte ich wieder sagen, ich nehme einfach mal die Karte hier auf. Und wenn ich dann wieder dran bin, dann kann ich ja sagen, okay, die Karten, die hier alle sind, die passen mir nicht so gut. Ich nehme einfach mal eine vom Stapel. Da weiß ich natürlich nicht, was ich bekomme. Das kann halt super gut passen oder nicht. Was heißt jetzt passen? Die Alternative. Entweder nehme ich Karten, ist die eine Aktion, die ich machen kann. Die andere Aktion ist halt eine Expedition ausführen. Und dazu könnte ich jetzt zum Beispiel diese 3 Karten hier ausspielen. Ne, für Farbenblinde auch sehr schön gemacht. Das passt halt hier ganz gut zu Sigria. Das heißt, ich gucke halt, wo bin ich hier am Anfang? Um voranzuschreiten zum nächsten Feld, brauche ich eine Expedition bestehend aus mindestens 3 Karten. Es können auch mehr sein. Dann darf ich hier ein Feld vorangehen. Wenn es jetzt hier 3-mal die gleiche Karte ist. Ich hätte auch, wenn ich 3 Botaniker auf der Hand gehabt hätte, einfach 3 Botaniker ausspielen können. Der erste, den ich nach vorne lege, der legt halt fest, auf welcher Expedition ich voranschreite. Hätte ich jetzt 6 Karten dieser Art gehabt, dann hätte ich nicht gleich 1-2-mal voranschreiten können. Immer mit jedem Ausspielen einer Expedition, die lege ich dann vor mir ab, das ist wichtig, weil da kriege ich am Rundenende noch Punkte für. Da gehe ich einfach auf einer Leiste quasi ein Feld voran. Wenn jetzt die Runde zu Ende wäre, würde ich hierfür 2 Punkte bekommen. Außerdem guckt man noch bei diesen Expeditionen, am Ende der Runde schaue ich hier diese Punkteleiste an. Das ist eine Expedition bestehend aus 3 Karten, also würde ich dafür 3 Punkte bekommen. Und da habe ich jetzt natürlich so ein bisschen das Problem, dass ich zum einen natürlich möglichst lange Expeditionen ausspielen möchte, die aus mindestens 6 Karten bestehen, weil dann bekomme ich dafür 12 Punkte, das ist schon richtig gut. Gleichzeitig, wenn ich halt irgendwie 6 Karten sammle, gehe ich hier trotzdem nur einen Schritt voran. Das ist so ein bisschen Verschwendung, das ist eine taktische Abwägung, was man da macht, ob man die Punkte mitnimmt, hier über weniger Schritte vorangeht, weil die Punkte hier bekomme ich halt jede Runde wieder. In Runde 1, 2, wenn wir mehr Personen spielen, sogar mit 3 Personen. Jetzt ist aber noch die Sache, wenn ich diese Karten hier ausgespielt habe, alle anderen Karten, die ich noch auf der Hand habe, die nicht dazu passen, weil sie halt nicht die gleiche Farbe, den gleichen Content oder die gleiche Rolle wie die vordere Karte haben. Ich darf das auch nicht mischen. Ich muss immer entweder die gleiche Rolle ausspielen oder den gleichen Content. Alle anderen Karten lege ich hier in die Mitte und dadurch wird diese Auslage wieder erneuert. Wenn man hier Karten nimmt, dann werden nicht automatisch Karten nachgelegt. Das machen nur die Spieler. Und es könnte sein, dass jetzt vielleicht der Spieler hier die Karte nimmt, er nimmt die Karte, ich nehme dann die Karte und er nimmt hier irgendwie dann die Karte und dann liegen da ja gar keine Karten mehr in der Mitte. Auch dann kommen da nicht automatisch neue Karten hin. Wenn man dann vom Stapel zieht, dann zieht man einfach immer 2 Karten. Aber wichtig, da hat man eben auch immer ein Handkartenlimit von 10 Karten. Sprich, habe ich 9 Karten auf der Hand und hier liegen keine und ich dürfte hier 2 ziehen, darf ich trotzdem nur eine ziehen. Also 10 ist immer das harte Limit. Es gibt übrigens noch eine Besonderheit. Weil ich jetzt hier diesen Botaniker ausgespielt habe, bekomme ich jetzt hier
diesen Marker und bekomme dafür sofort 2 Punkte auf der Leiste. Jetzt muss ich irgendwie mal anders. Eine längere Botaniker-Expedition aufspielen, bestehend aus mindestens 4 Karten, dann bekommt er diesen Marker. Und wenn ich den am Ende der Runde immer noch habe, bekomme ich nochmal 2 Punkte extra. Sprich, Stand jetzt wären das 4 Punkte für mich. Ich könnte auch nochmal Botaniker-Expedition aufspielen. Und wenn die halt länger ist und die aus 4 Karten besteht, dann bekomme ich wieder diese 2 Punkte. Ich würde das dann einfach zu anderen Expeditionen legen. So haben halt alle Karten irgendwelche Sonderregeln. Ne? Wenn der Spieler hier zum Beispiel dran wäre, dann hat er vielleicht auch schon irgendwie richtig viele Karten gesammelt, was jetzt vielleicht gar nicht so gut wäre, ne? Weil die liegen hier vielleicht ja noch alle in der Mitte. Und jetzt würde der sagen, okay, er möchte gerne eine Expedition machen, er möchte gerne die Leute hier wählen, auch wieder in den Botaniker, ne? Spielt die dann auch aus, würde dafür also auch am Ende der Runde 3 Punkte bekommen, weil es eine Dreier-Expedition ist. Und dann würde er eben auf der entsprechenden Forschungsstätte, also hier einfach ein Feld vorangehen, ne? Das wäre jetzt der Kung Fu Panda, der wäre vielleicht hier dieses schwarze Boot. Er bräuchte nur eine Karte dafür, würde am Ende der Runde 1 Punkt bekommen und alle anderen Karten würden jetzt hier in die Mitte kommen. Das heißt, da können auch erstmal wieder alle anderen Spieler gucken, ist das bei, was ich brauche, irgendeine Rolle, die besonders toll ist. Und das ist so das, was das Spiel im Wesentlichen ausmacht. Hier Karten nehmen, Karten vom Stapel ziehen, nur eine, wenn da noch Karten liegen in der Mitte, wenn da keine mehr liegen, ziehe ich 2 und irgendwann muss ich halt eine Expedition ausspielen. Ich möchte natürlich im Idealfall einfach die Karten, die ich habe, ausspielen. Alle sind irgendwie gleich, dass ich keine in die Mitte legen muss, damit ich den anderen nicht irgendwie noch mehr Möglichkeiten, eine bessere Auswahl biete. Und ja, das mache ich. Karte nehmen, Karte aufspielen. Wenn der Kartenstapel durch ist, hier sind so 3 Affenkarten reingemischt in den unteren Stapel. Ne, das wären dann quasi, ne, die hier wäre der erste Affe. Die sind halt so in der unteren Hälfte. Hier wäre der zweite Affe und hier wäre der dritte Affe. Das heißt, sobald ein Affe gezogen wird, weil man hier irgendwie eine Karte zieht, dann legt man den offen in die Mitte, sagt erster Affe, zieht sofort eine Karte nach. Wenn der zweite Affe kommt, dann weiß man schon, okay, wenn ich jetzt noch weiter Karten sammle, kann es sein, dass die Runde sofort zu Ende ist, bevor ich wieder dran bin. Und dann ist es ein bisschen Risikoabschätzung. Spiele ich lieber die Karten aus für die Punkte oder warte ich, dass ich noch vielleicht bessere Karten bekomme, um hier bei den Expeditionen voranzugehen. Und sobald wir 3 Affen haben, gucken wir halt, wie weit sind wir vorangeschritten? Vielleicht bin ich irgendwie hier schon richtig weit vor, hier irgendwie den Schritt und hier habe ich irgendwie jetzt noch gar nicht wirklich viel gemacht. Dann würden wir jetzt am Ende der Runde gucken. Ich würde hierfür halt 6 Punkte bekommen, hierfür noch gar keinen Punkt, hierfür 2 wären also 8 Punkte, hierfür auch noch nichts, wären also insgesamt 8 Punkte, die ich dann hier auf der Leiste voranschreiten würde, würde ich also auf die 10 gehen. Ich habe noch hier den Botaniker, da würde ich nochmal 2 vorangehen und angenommen, ich hätte jetzt irgendwie im Laufe des Spiels diese Expeditionen hier ausgespielt, na irgendwie den hier auch noch und das wären so die Expeditionen aus der Runde. Dann würde ich jetzt gucken, ich würde halt für die Expedition 3 Punkte bekommen, für die Expedition würde ich 3 Punkte bekommen und für die Expedition bestehend aus 2 Karten würde ich nur 1 Punkt bekommen, würde also nochmal 7 Punkte vorangehen auf die 19. Dann würden wir hier einfach alle Karten wieder nehmen, würden halt auch die Affen wieder raussortieren, würden die alle gut mischen, würden dann die Affen wieder in die zweite Hälfte des Stapels mischen, einfach dann dahinlegen. Dann würde es vorher wieder eine Auslage geben und jeder Spieler würde eine Karte bekommen. Und dann würden wir den ganzen Kartenstapel nochmal durchspielen. Dann würde es die Punkte geben, wo wir hier stehen. Die Kartenauslage hier wird natürlich resettet, weil wir damit die nächste Runde spielen. Aber hier, der Fortschritt, der bleibt. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf den 6 Punkten bin, dann gehe ich da halt voran. Sprich, brauche hier nur eine Karte in der Farbe oder von einer Person, die zu dem Kontinent gehört, die der Anführer ist. Und dann würde ich halt auch wieder vorangehen und würde halt dann immer mehr Punkte am Ende machen. Jetzt haben wir hier noch eine Spezialforschungsstätte, Chichen Itza. Da ist es halt so, wenn ich diesen Schritt hier mache, dann ziehe ich sofort eine Karte vom Stapel, nachdem ich meine Karten gespielt habe, die restlichen Karten in die Mitte gelegt habe. Wenn ich hier vorangehe, ziehe ich wieder 2 Karten vom Stapel, hier ziehe ich 3 Karten vom Stapel, hier ziehe ich 4 Karten vom Stapel, 5 und 6. Ne? Wenn wir das auf der anderen Seite spielen würden, dann hätten wir einfach die Geschichte hier, dass wir halt relativ wenig Karten immer brauchen, um voranzuschreiten und dann ja auch so normal viele Punkte bekommen. Aber wir halt auch immer nur wahrscheinlich kleine Expeditionen ausspielen, um hier schnell voranzugehen. Da sind immer so ganz nette Entscheidungen bei, die man hat. Ne? Wo gehe ich jetzt voran? Wie viele Karten sammle ich? Gehe ich hier auf die Expedition? Gehe ich hier auf die Fortschritte? Weil wenn wir zum Beispiel Machu Picchu auf die andere Seite drehen, dann haben wir hier Rapa Nui und bei Rapa Nui ist es so, wenn ich derjenige bin, der halt am Ende der Runde am weitesten vorne ist, dann würde ich halt 3 Punkte dafür bekommen, würde aber dann auch nach der Wertung wieder zurück auf 0 gehen und müsste quasi wieder von vorne anfangen, während alle anderen halt da stehen bleiben, wo sie sind. Wenn wir hier den Great Zimbabwe auf die andere Seite drehen, dann haben wir
Ta-Sekhet Maat. Und da würde man jetzt einfach zwei Figuren auf das Feld stellen. Und wenn ich halt eine Expedition aufspiele mit einer Karte, würde ich hier halt vorangehen. Wenn ich dann hier nochmal zwei Karten oder dann später drei Karten spiele, gehe ich halt hier voran. Am Ende der Runde bekomme ich Punkte für meine Figur, die am weitesten hinten ist. Sprich, hier würde ich halt 0 Punkte bekommen. Ich müsste mindestens den noch hier bewegen, um 2 Punkte zu bekommen. Ich will ja so möglichst gleichmäßig bewegen, um jetzt hier 9 Punkte zu bekommen. Wenn wir hier gucken, was da auf der Rückseite ist, dann sehen wir hier Uluru. Bei Uluru muss ich mich entscheiden, wenn ich vorangehe, kann ich sofort die Punkte nehmen, gehe aber wieder auf 0 zurück oder ich bleibe da, wo ich bin, ne, spiele 2 Karten aus, 3 Karten aus, 4 Karten aus, kann dann überlegen, die 10 Punkte zu nehmen, wieder zurückzugehen. Am Ende der Runde bekomme ich hier keine Punkte. Ich bekomme hier nur dann Punkte, wenn ich direkt nach vorne gehe, mich dann entscheide, ich nehme die Punkte und dann muss ich halt nur überlegen, ist das jetzt gut für mich oder nicht. Hier haben wir die Karte und hier ist es einfach so, ne, wenn ich irgendwie am Ende alleine auf meinem Feld bin, dann würde man hier jetzt halt die 6 Punkte bekommen für den Spieler. Da die jetzt zu zweit sind, würden die jetzt in dem Fall nur 4 Punkte bekommen. Also hier will ich möglichst immer irgendwo alleine sein. Das kann manchmal besser sein, als weiter voranzuschreiten. Nur ganz am Ende, wenn da halt mehrere Leute sind, da bekommen halt alle die 12 Punkte. Und hier bei der Geschichte ist es eben einfach so, dass man hier eben auch, ne, voranschreitet. Und wenn dann dieser dritte Affe hier gezogen wurde und die Runde eigentlich zu Ende ist, dann darf jetzt jeder noch eine Expedition von seiner Hand aufspielen. Und wie weit man hier vorangeschritten ist, außer dass man hier halt dementsprechend Punkte bekommt, legt halt fest, wie groß die Expedition sein kann. Sprich, wenn ich jetzt hier wäre, auf dem Dreierfeld, könnte ich, wenn eigentlich die Runde zu Ende ist, wenn das Jahr vorbei ist, noch einmal bis zu 3 Karten aufspielen, die zusammengehörig sind, um dafür halt nochmal hier Punkte zu bekommen, hier nochmal voranzuschreiten. Und das sind halt die 6 verschiedenen Forschungsstätten mit ihren Spezialaktionen. Ihr habt das teilweise vorhin schon gesehen, dass bei manchen es auch so war, dass man im Abwechseln mal mehr, mal weniger Punkte bekommen hat. Da will man dann also auch gucken, dass man wirklich die richtige Entscheidung trifft. Wie weit gehe ich jetzt voran? Und wie gesagt, man soll im Normalfall nur eine Forschungsstätte auf der fortgeschrittenen Seite nehmen und die anderen ihre Grundversion. Ihr könnt aber auch, wenn ihr fortgeschrittene Spieler seid, die einfach zufällig in die Luft werfen und gucken, wie die runterkommen. Ihr könnt alle auf der Profi-Seite spielen, dann ist es aber schon auch anspruchsvoller und komplexer und nicht mehr das super einfache Familienspiel. Von den Regeln her zwar schon, aber von dem, worüber man nachdenkt, von den Entscheidungen her, darum in Einsteigerrunden würde ich empfehlen, spielt das so, wie es vorgesehen ist, mit einer fortgeschrittenen Forschungsstätte und die anderen dann jeweils in ihrer Grundversion. Auch da haben die ja durchaus schon ein bisschen Abwechslung dabei. Und was machen jetzt die Charaktere? Das hier ist der Arzt. Immer wenn ich da quasi jetzt eine Expedition ausspiele, ich also hier Karten ausspiele, muss ich ja normalerweise die restlichen Karten hier in Mitte legen. Hier gucke ich, wie groß war meine Expedition, meinetwegen 3 Karten, dann darf ich 3 von meinen Handkarten behalten. Studenten gibt es halt wie Sand am Meer, richtig viele, die dürfen aber nie Anführer sein, sprich die kann ich nur ausspielen, um entweder hier halt am Ende die Punkte zu bekommen oder ich kann sie halt auch irgendwie in Sets reintun, wo sie halt irgendwie zu passen von ihrer Farbe her. Es gibt auch hier natürlich wieder sehr viele Farben, ne? Also nicht den irgendwie, ja, wenn man es mal sucht, ne? Wenn ich also irgendwie hier dazu spielen würde, dann wäre das jetzt halt eine Zweier-Expedition, für die ich dann eben am Ende auch noch einen Punkt bekommen würde. Aber ich kann, wenn ich halt nur eine Expedition aus Studenten ausspiele, nicht auf der entsprechenden Leiste vorangehen. Ne? Siehe die Fotografin, am Ende gucke ich eben auch, wenn ich jetzt diese Expedition hier ausgespielt hätte, wäre das ja eine Zweier-Expedition, für die ich normalerweise nur einen Punkt bekommen würde. Sie gibt mir aber ein bisschen mehr Glamour, einen Stern mehr, die zählt halt immer, als wäre da eine mehr ausgespielt. Außerdem haben wir hier dann noch den Ortskundigen, da brauche ich einfach immer eine Karte weniger, wenn er der Expeditionsleiter ist, sprich einfach, es muss mal die oberste Karte sein von denen, die ich ausspiele, sprich ich brauche dahinter entweder Karten der gleichen Art oder der gleichen Rolle und dann bräuchte ich halt, um jetzt hier auf dieser Forschungsstätte voranzugehen, ne, wenn ich irgendwie hier wäre, bräuchte ich halt, um den Schritt zu machen, nicht 2 Karten, sondern nur eine Karte, das könnte ich also nur mit ihm machen, dafür sind die auf jeden Fall ganz gut, ne, beim Botaniker bekomme ich einfach diesen Marker hier, wenn ich die größte botanische Expedition ausgespielt habe und dann haben wir hier noch die Museumsdirektorin, die Kuratorin. Wenn ich die dann aufspiele, dann gucke ich einfach, wie groß war die Expedition, die ich ausgespielt habe. Das war jetzt eine Dreier-Expedition. Dann darf ich mir diesen Dreier-Marker nehmen. Und am Ende der Runde guckt jeder Spieler, na, was hat er hier für Marker, addiert irgendwie alle Marker zusammen. Das heißt, wenn ich die hier hätte, hätte ich halt insgesamt eine Viererstärke. Dann wird das mit den anderen verglichen. Wer die größte Gesamtstärke hat, der darf beliebig hier irgendwo ein Feld vorgehen, egal was die Voraussetzung ist. Wer die geringste Stärke hat, der muss ein Feld zurückgehen. Ist auch schon ein fortgeschrittener Charakter, der nicht in der Anfängerpartie empfohlen wird. Und das sind einmal alle Charaktere, die hier jetzt drin sind. Außerdem haben wir ja hier noch weitere Charaktere.
zum Beispiel, ich muss mal die Namen nachgucken, die Kuratorin, dann nimmt man dann diese Marker hier und nimmt dann auch hier diese Artefakte und ne, die haben immer Farben, das heißt, wenn ich jetzt eine Expedition ausspielen würde, wo sie Anführerin ist, sprich sie ist die oberste Karte und legt fest, ne, wo wir irgendwie hingehen, dann dürfte ich halt einen Marker in dieser Farbe nehmen und dann, ne, ich kann die erst irgendwie hier unten drunter sammeln, dann lege ich sie oben drüber. Am Ende des Spiels, wenn wir so 2 oder 3 Runden gespielt haben, gucke ich, wie viele Marker konnte ich hier sammeln, weil ich halt unterschiedliche Kuratorinnen als Anführerinnen hatte und ne, wenn ich jetzt 3 Marker habe, würde ich dafür 6 Punkte bekommen, wenn ich es geschafft habe, jede Farbe einmal vorne zu haben und ne, hier alle Artefakte sammle, bekomme ich dafür 20 Punkte extra. Dann haben wir hier die Linguistin. Bei der Linguistin kommt dann noch dieses Wort dazu. Da stellen wir uns einfach hier drauf. Und immer wenn ich eine Expedition mit Linguistinnen ausspiele, also wenn ich jetzt irgendwie die Karten hier alle ausspielen würde, ne, wenn das jetzt 2, 4, 6 Karten, würde ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder vorangehen. Und pro ne, Symbol, was ich hier überschritten habe, darf ich auf einer beliebigen Leiste hier vorangehen. Und zwar auch egal, wie groß die Expedition ist. Das heißt, wenn ich jetzt nur sie hier ausspielen würde und ich hier ein Feld vorangehen würde, dürfte ich halt, obwohl ich hier eigentlich 5 Karten brauche, hier einmal vorangehen. Das ist also auch ganz nett. Ne? Das ist ein Board für alle Leute, die mitspielen. Und dann haben wir außerdem auch noch hier die Söldner. Bei den Söldnern ist es so, ne, die kann man sich auch dazu holen. Die zählen quasi wie Joker. Die kann ich also für alles Mögliche benutzen. Aber die entferne ich am Ende, bevor ich hier das Wert und meine Punkte für ausgespielte Expeditionen bekomme, wieder aus den Expeditionen. Das heißt, die geben mir dann hier zwar Fortschritte, aber hier nicht ganz so viele Punkte. Außerdem haben wir hier noch den Mäzen. Da ne, spiele ich halt auch Expeditionen aus, lege meine Karten in die Mitte und dann ziehe ich so viele Karten nach, wie die Expedition groß war. Und als letztes haben wir hier noch die Pilotin. Und bei der Pilotin ist es so, ich kann mit der halt auch ne, jetzt hier irgendwie eine Expedition spielen, meinetwegen aus dir den 4 Piloten, wir erinnern uns. Ich darf hier entweder Karten ausspielen, wo immer die gleiche Rolle ist, dann legt die vorderste Karte fest, auf welchem Tableau ich vorangehen kann. Oder ich kann Karten ausspielen, die halt ne, das Symbol oben haben, die gleiche Farbe, dann ist damit schon festgelegt, auf welchem Tableau ich vorgehe. Und hier darf ich mir einfach aussuchen, auf welchem Tableau ich vorgehe. Na, sprich, selbst wenn ich jetzt eigentlich auf dem hier vorangehen müsste und ich aber irgendwie hier stehen würde und es ist eine 4er-Expedition, die Größe muss passen, dürfte ich trotzdem hier vorangehen, dann hier aber nicht, dann müsste ich da stehen bleiben, wo ich bin. Und das sind einmal alle Rollen gewesen, die hier in dem Spiel drin sind. Was man auf jeden Fall auch noch sagen muss, ist, dass die Materialqualität oder erstmal so das Material an sich schon ganz spannend ist, weil ich habe das hier gesehen, ne? Hier sind auch nur so Papptrenner drin, die ganzen Komponenten hier waren in dieser Tüte drin, hier ist eigentlich nur der Kleber, der aus Plastik ist und auch da arbeitet die Spielindustrie gerade an Lösung, dass man so nachhaltige Kleber hat, man kann einfach alle Materialien hier reinpacken, man kann die Karten einfach hier reinpacken, das hier ist eben auch nur Pappe, also es wurde insgesamt relativ wenig Plastik für dieses Spiel aufgewendet, das finde ich auf jeden Fall schon mal ganz schön, natürlich ist das Board hier ein bisschen dünn, da könnten jetzt manche Leute ein bisschen meckern. Was ich aber auf jeden Fall ganz schön finde, sind eben diese ganzen Spielerfiguren. Das hier soll irgendwie, glaube ich, eine Dampflok oder so sein. Das hier ist irgendwie so ein Schiff, das ist irgendwie so ein LKW, das ist so ein U-Boot. Es gibt hier dann noch irgendwie so ein Segelschiff und das ist auf jeden Fall ganz schick, dass da ein bisschen an Nachhaltigkeit gedacht wurde und man eben auch hier mit diesem Insert, ne, also sowas kann man eben auch so strukturieren irgendwie, also da wird sicherlich in den nächsten 1, 2, 3 Jahren noch deutliche Fortschritte geben, dass also, ne, auf sowas halt mehr geachtet wird, irgendwelche Lösungen entwickelt werden, die dann auch von anderen kopiert werden, auch die Karten hier waren nicht in Plastik verpackt, da war einfach auch nur so eine Papierummantelung drum, die man einfach wegnehmen konnte und das ist auf jeden Fall schon mal sehr lobenswert, ich würde mir wünschen, wenn wir sowas in Zukunft noch ein bisschen häufiger sehen. Jetzt natürlich die Frage, wie finde ich persönlich das Spiel, wen das interessiert. Und da muss ich sagen, die Grundmechanik, dass man hier ne, Karten in Auslage hat und wenn ich dran bin, nehme ich eine Karte oder ich spiele Karten aus, die finde ich überhaupt nicht spannend. Das ist nur eine persönliche Sache. Damit sage ich nicht, dass das Spiel irgendwie schlecht ist. Ich habe das auch schon in verschiedenen Runden gespielt, auch in einer 4er-Runde, wo es dann auch eigentlich immer so war, okay, Karten nehmen, Karten nehmen, Karten nehmen. Dabei wurde jetzt nicht viel geredet. Es war natürlich in der Runde speziell auch schon ein bisschen spät. Und dann auch teilweise, okay, ich spiele jetzt eine Karte aus, ich gehe da voran. Das hat die anderen Leute aber auch nicht so interessiert, weil eigentlich wenig Interaktion dabei ist. Es war auch manchmal nur ein, ah, ich bin wieder dran, okay, mache ich halt irgendwie neben eine Karte. Und das, ja, die größte Aufregung, Spannung war halt immer, wenn jemand irgendwie
hier eine Expedition gespielt hat, hat seine Karten ausgelegt und hat wieder Karten in die Mitte gelegt. Dann haben erstmal alle geguckt, was brauchen sie, haben sich da Karten genommen. Irgendwann waren dann auch hier die Karten irgendwie leer und haben wir wieder nur hier zufällig vom Stapel genommen. Die Auslage war leer, das heißt, es war auch relativ unspannend, weil hier lag einfach nichts. Das heißt, es nehmen einfach alle so lange vom Stapel, bis sie genau die passenden Karten haben oder 10 Karten haben, dann wieder alle Karten hier in die Mitte legen müssen, dann gucken wieder alle und das ist so das grundsätzliche Gameplay, was ich nicht interessant finde. Es ist einfach so, dass auch Zug um Zug ist ein Spiel, das sehr viele Leute mögen. Auch da, und da ist noch ein bisschen mehr Spannung dabei, weil da haben wir auch Karten, die in der Auslage liegen. Ich kann mir da Karten nehmen oder Karten zu viel vom Stapel ziehen. Und das ist ja auch immer so ein bisschen, ziehe ich jetzt noch eine Karte oder spiele ich lieber aus? Ne? Nimmt mir die andere vielleicht die Strecke weg, weil wenn da eigentlich mal auf der gelben Strecke steht, wo nur einer hin kann, ich sammle auch gerade gelbe Karten, dann ist halt irgendwie doof und da ist schon so ein bisschen Spannung bei. Das haben wir hier nicht, weil auf diesen Leisten kann ich einfach immer vorangehen. Da ist relativ wenig Interaktion. So ein bisschen ist das hier vielleicht beim Botaniker der Fall, aber wirklich nur so ein ganz, ganz bisschen. Und das finde ich persönlich einfach relativ unspannend. Aber das ist ein Ich-Problem. Das muss nicht euer Problem sein. Ich habe einen sehr guten Freund, der hat eine Freundin, die auch jetzt nicht so die Vielspielerin ist, aber sie spielt immer gerne Spiele mit ihm, wo man Dinge sammelt. Ne, viele, deswegen sind ja Set-Sammelspiele und so auch immer sehr beliebt. Das mögen viele Leute einfach gemütlich, halt sich wirklich einfach Karten nehmen, so einen Plan haben und hier kann dann halt keiner dazwischen kommen. Das kann für manche ein Pluspunkt sein, weil ich kann auf jeden Fall genau das machen, was ich will. Die einzige Interaktion hat man da am Ende, wenn hier halt nur noch wenige Karten sind, man weiß, okay, da kommt gleich ein Affe, da wurden gerade viele Karten in die Mitte gelegt, will ich jetzt vielleicht trotzdem das Spiel schnell beenden, weil wenn es länger dauert, ist es gut für die anderen, dann können die vielleicht noch Expeditionen aufspielen. Ich kann gerade eh nicht mehr viel machen, weil ich keine Karten mehr auf der Hand habe. Oder nehme ich halt hier Karten irgendwie dann doch aus der Mitte, eher vom Stapel, da ist noch so ein bisschen Interaktion bei. Ansonsten sammle ich halt gemütlich für mich meine Sets, spiele die dann aus und muss dabei natürlich schon gucken, wie hier so das Board ist. Welche Karten spielen überhaupt mit? Was haben die für Funktionen? Was davon möchte ich auch wirklich nutzen? Versuche ich jetzt irgendwie die gleiche Art von Charakter zu sammeln, um da halt irgendwie einen Vorteil zu haben, weil das vielleicht auch irgendwie wichtig ist, weil der Professor hier bei, ne, ihr zum Beispiel, wo ich ja diese ganzen unterschiedlichen Artefakte sammeln muss, oder gucke ich eben auch, was haben wir hier für Innenstadt mit 4 Kirchen, da läutet es manchmal. Na, ich muss hier eben auch immer natürlich in die Partie gucken, welche Konstellation an Forschungsstätten habe ich da und ne, wie, was will ich auch für Ziele verfolgen, worauf sammle ich, wo will ich vorangehen. Das ist schon nicht unspannend. Also das Spiel hat auf jeden Fall die Vorteile, dass es super leicht erklärt ist. Nimm eine Karte, spiel Karten aus. Dazu noch die Regel, maximal 10 Karten. Die vorderste Karte legt immer fest, ne, wo man was machen darf. Und die Karten haben ja noch Spezialfunktionen. Und ne, je länger die Expedition, umso mehr Punkte bekommt man. Ne, entweder spielt man 2 oder 3 Runden, je nach Spielerzahl. Das ist super easy. Das kann man den meisten Leuten schnell beibringen. Es ist auch fast, also zu zweit wird es ein bisschen schneller sein als mit 6 Personen. Aber auch wenn ich 6 Leute da habe, die vielleicht gar nicht so krass spielerfahren sind oder die hier irgendwie das Thema abholen oder die auch Sammelspiele einfach sehr, sehr mögen, dann kann man die eben auch an den Tisch setzen, man kann die ja schnell erklären, man kann schnell losspielen und dann hat man einfach so eine Stunde, vielleicht mit 6 Leuten, die es noch nicht so oft gespielt, die generell nicht oft gespielt haben, kann es vielleicht auch einen Ticken länger dauern, aber es ist eigentlich relativ zügig runtergespielt, aber auch da hat es mich so ein bisschen halt an zum Beispiel Century erinnert, wo man ja auch einfach immer nur ne, so Ressourcen tauscht, irgendwie mal eine Karte kauft und so. Auch da war mal jeder sehr auf das konzentriert, was er macht. Da gab es auch nicht so wirklich viele Tischgespräche. Da war es mehr ein, okay, ich bin wieder dran, okay, ich mach das, dann alle machen irgendwie ihren Kram. Es kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Runde an. Ich glaube, die Runden, in denen ich solche Spiele spiele, die werden dabei immer eher ruhig, weil sie das mechanisch nicht so wirklich spannend finden. Aber ich habe auch schon da Runden erlebt, wo es halt total gut ankam, wo es hinterher so, oh, voll schön. Es ist ja heutzutage immer so, Spiele sind nicht per se gut oder schlecht. Das ist nur immer die eigene Erwartungshaltung, die man an ein Spiel hat. Die kann halt sehr unterschiedlich sein. Und ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video vermitteln konnte, was man hier macht, wie man das Ganze macht, wo auch so ein bisschen die Spannungskurve dabei ist, wo die spannenden Sachen sind, über die man nachdenkt, wie komplex das ist, sodass ihr eben für euch entscheiden könnt, hey, das passt für mich total gut. Mich holt irgendwie das Artwork voll ab, mich holt das Thema voll ab, die Mechanik holt mich voll ab. Oder dass ihr jetzt sagt, war ich irgendwie neugierig drauf, interessiert, aber ist irgendwie doch nicht so meins. Ne? Wie gesagt, Atlas habe ich nie gespielt. Bei Atlas hatte man noch so einen Area-Control-Aspekt, wo man dann halt irgendwie seine Figuren, Marker irgendwo in bestimmte Landschaften gesetzt hat. Und dann hatte man da immer noch wirklich die Weltkarte. Auch da habe ich schon unterschiedliche Meinungen gehört, dass manche das Thema nicht so gut fanden oder es irgendwie sehr düster fanden. Aber es war noch so ein bisschen immersiver, glaube ich, durch die Landkarte. Hier sind es wirklich einfach nur abstrakte Leisten, die nicht mal irgendwie besonders hübsch aufgemacht sind, dafür eine schöne Hintergrundgrafik haben.
da muss man halt wissen, ob einen das anmacht oder nicht. Und das Spiel ist ja jetzt ganz neu im Laden, wo dieses Video rauskommt. Vielleicht habt ihr es ja trotzdem schon gespielt oder ihr guckt dieses Video in ein paar Wochen, Monaten oder Jahren und habt das Spiel dann vielleicht auch schon ein paar Mal gespielt. Schreibt da auch sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Das interessiert andere sicher auch, weil das ist jetzt so meine Meinung, meine Eindrücke. Und wer das Video guckt, ist sicherlich auch noch an anderen Meinungen interessiert. Darum haut da sehr gerne in die Tasten. Und ja, das war einmal Archaeos Society. Immer wichtig, dass Spiele gut aussprechenbare Namen haben, die cool klingen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Das war's von mir. Bis bald und tschüss.